Hallo Freunde von Nice Friends. Ja, hallo Freunde von Nice Friends. Das ist die Valli. Ich hoffe, ihr kennt uns noch. Ja, und hier ist die Cassie. Ja, weil, ja, wie ich kann mal sagen, wir haben uns ganz gut hier schon mal eingelebt. Wir sind ja jetzt fast 2 Wochen hier. Ja, eine gute Woche. Ne? Ja, fast 2. Jetzt geht es in die zweite langsam rein. Ja, stimmt. Und Samstag, ja. Freitag sind wir ja los. Ne, Samstag sind wir los und Montag waren wir da oder Dienstag. Montag waren wir da. Sonntag sind wir los, ja. Naja, und ja, wir haben es jetzt ein bisschen eingelebt hier schon, ist klar. Wir lernen ein bisschen Rumänisch. So ein paar Wörter lernen wir schon alleine von den ganzen Verpackungen, was man da so einkauft. Genau. Ne? Aber ich muss auch sagen, die Leute, wir haben jetzt einen kleinen Tante-Emma-Laden ertappt. Ja. Und wie waren die? Ja, die Leute sind super freundlich, super hilfsbereit, auch so auf der Straße, also super liebe Leute hier, ganz ehrlich. Also uns ist das auch passiert, zum Beispiel im Tante-Emma-Laden, wir haben da so Gemüse gefunden, so ein Vor, ne? Hier gibt es ein bisschen kleiner, 450 Gramm Päckchen sind hier, und da kamen sie so unter 1 Euro, liegt das hier, und jedenfalls sagten wir, ja, okay, wir mussten erstmal gucken, ja, was ist denn da, ne, für die... Ja, wir müssen überlegen, da waren 20 Gemüse und mal 20 Preisschilder, da mussten wir erstmal gucken, welches Gemüse ist jetzt was, und dann kam die halt von Tante-Emma-Laden, hat das halt dann gesagt, ob wir Hilfe brauchen, dann haben wir gesagt, ja. Und dann hat sie das halt in der Kasse eingescannt und dann wussten wir halt den Preis und haben es halt dann natürlich auch geholt. Ja, die war super freundlich, ja. Ne, zeigt uns dann, den kostet, ne, und dann zeigen uns immer wieder, das machen die sich echt die Arbeit, finde ich klasse. Ja. Die konnten mit dem Rechencomputer und dann zeigen die dann so, ne, das und das, 1 Dollar oder 5 Dollar oder so kostet das denn. Ne? Ja, das ist super, ja. Also. Und ja, heute hat man uns auch gefragt jetzt, wo wir herkommen, weil ich meistens mal endlich mit denen gesprochen habe. Und dann haben wir gesagt, ja, aus Germany, aus Cologne und so, und das fand ich auch ganz toll, ja, aus Germany und so, ne, gut, gut und alles, ne. Ich bin dann rumänisch am Zurück, wir. Okay. Also ich verstehe so ein bisschen, so Bina heißt, okay, guten Tag, hallo, das ist ja wieder, gerne, ja. Guten Tag und so, ne, Zart, Zucker und solche Sachen, haben wir jetzt auch schon so ein bisschen heraus. Aber wir können halt noch nicht so ein ganzes Gespräch aufnehmen. Ist klar, ne, aber wir tippeln uns so ein bisschen dran heran, aber auf die Schule gehen werden wir auf jeden Fall, ne. Das können dann 3 Monate müssen wir uns anmelden hier. Und ich habe gehört, nach 6 Wochen dürfen wir die erste Konto eröffnen hier und dann müssen wir da auch in der Zeit auch gucken, dass wir dann, wenn wir angemeldet sind, auch endlich in die Schule können und dass wir dann nicht eine Arbeit bekommen. Ja, Freunde, ich habe fast eine ganze Woche flach gelegen. Ja. Ich habe mir Bronchitis eingefangen. Das fing schon an auf der Fahrt. Mhm. Ja, habe also noch nicht so viel von Rumänien gesehen. Da hast du schon ein bisschen mehr gesehen. Ja. Aber wir werden jetzt wieder richtig loslegen. Ja, und dann gucken, dass wir wieder mehr Videos auf die Reihe kriegen. Ich meine, die Untern sind auch super lieb. Das ist so ein Pärchen und die haben es ja auch ihr WhatsApp gegeben, wenn irgendwas ist. Die machen das sofort. Zum Beispiel einmal ist hier die Heizung ausgefallen und dann waren die im Bin von 2-3 Stunden oder so. Sie sind direkt hochgekommen und boah, was ist das hier so kalt und sofort runtergegangen, hat die irgendwas unten gemacht und zack, hat man uns wieder Wärme gehabt. Ja, also die helfen uns hier auch super und wir machen viel mit Übersetzungsprogrammen halt. Und ja, und der Hund ist zwischendurch, die habt ihr ja schon gesehen. Ja, nur mit den Katzen. Ja, leider greifen die Katzen den Kleinen an. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil die Isis greift wirklich an. Zum Glück ist er noch nicht verletzt, weil er halt in ihr Revier ist. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Weil du kannst sagen, 90% läuft hier super. Ja, also wir haben auch mehr super. Hier gibt es auch Dänemark, haben wir schon gesehen. Genau. Wir machen auch zwischendurch. Und Kaufland hat man uns gesagt, gibt es hier. Gucken wir noch, Aldi ist aber auch in der Aldi, also hier gibt es schon viele deutsche Läden, Aldi, Lidl und alles mögliche gibt es hier. Und dann geht es ein bisschen weiter runter, circa eine halbe bis dreiviertel Stunde bis schon in der Innenstadt. Also das ist Hauptherz, das Hauptcenter, aber da machen wir auch noch Filme, da wollen wir sowieso noch hin. Ja, von hier selber, also auch hier mit den Lebenserhaltungskosten, ist hier auch sehr gut, muss man sagen. Also wir haben schon mal ausgerechnet, also man kann hier gut mit 3 Leuten, ja, würde ich sagen, umgerechnet ca. 200 Euro kann man hier ganz gut leben. Ja. Also das kann man. Der ist so dicke. Ja, und wenn du essen gehst und so, dann sagst du 300 bis 400. Ne? Aber ja, so allgemein, wird halt der eine bezahlt, eine Pizza 98 Cent und 81 Cent oder 84 Cent. Also so ungefähr. Also war eine Pizza mit Cola war 2 Euro. 2 Euro so ungefähr. Ne? Also ging aber raus essen. Ja. Ne? Das war schon raus in der Pizza. Und also wie gesagt, die Lebenshaltungskosten sind hier sehr geringfügig, also man kann gut... Also vor allem, wenn die
Imbiss ist, wie gesagt, kriegst du schon eine Pizza für 89 Cent plus ja, eine Cola. So, das ist Cola und dann war da noch, und da gab es einen Burger, Hamburger war auch da um die 1-2 Euro umgerechnet. Ne? Also die sind noch ganz gute Preise, dass man von leben kann. Genau. Ja, im Allgemeinen, ja, Maskenpflicht und sowas gibt es hier nicht. Nein. Muss man also auch dazu sagen. Von Corona kriegen wir gar nichts mit. Es wird nur gebeten, wenn wir eine Maske, sollte man im Bus schon mal anziehen. Oder in der Bahn. Also. In der Bahn, also indirekt richtig Ballungsgebiete ja, sind. Ne? Aber so geht beim Lidl oder hoffentlich brauchst du es nicht. Und hier, man merkt das gar nicht. Ja, oder halt, wenn man erkältet ist, soll man halt mal eine Maske tragen, Freunde. Aber sonst ist das ja auch. Ja, das finde ich auch ganz cool, wenn du ein bisschen erkältet bist, hast du einen Schnupfen, dann trägst du die Maske, steckst du keinen an. Ne? Aber sonst würde ich auch sagen, ist das ganz cool. Das die Kätzchen fühlen sich jetzt hier auch schon wohler. Ja. Na, die haben sich jetzt auch schon was eingelebt. Na, am Anfang war es nicht so gut, aber jetzt muss man sagen, haben sie sich jetzt hier richtig eingelebt. Die futtern auch wieder und alles. Bald zeigen wir euch auch das neue Meerschweinchengehege und habt ihr die Kleinen auch wieder. Ich will jetzt, dass sie jetzt mal ein bisschen runterkommen, weil die haben nicht so ganz eingelebt. Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Ja. Ne? Ist schon, ich wollte die Tiere halt nicht stressen. Ne? Ja, und da haben wir dann gesagt, okay, aber in den knapp zwei Wochen oder anderthalb Wochen, wenn wir jetzt hier sind, Woche Sonntag halt. Ja. Oder Montag, nee, seit vor Woche Montag. Woche Montag. Ja, sind wir hier. Genau. Also hier gibt es auch alles zu kaufen, weil viele sagen, nee, gibt es nicht viel. Also hier gibt es genauso zu kaufen wie in Deutschland. Ja. Hier gibt es auch Putzwaschmittel, alles wie in Deutschland. Das Einzige, was wir noch nicht gefunden haben, sind diese Fertigsoßen. Ja, das gibt es nicht. Gewürze gibt es hier wenig. Weniger. Mhm. Und Aromastoffe gibt es hier gar nicht. Die backen eben alles mit Frischsachen, die backen nicht mit Aroma. Ja. Das also uns haben sie auch schon gesagt, aber wenn wir, sagen wir mal, Pfeffer, Salz, Gewürze, sowas haben wollen, Basilikum und solche Sachen, die haben hier einen Bazar, also einen Markt haben die hier. Genau. Und die haben auch einen Bauernmarkt und da kriegt man das alles abgepackt, ganz frisch. Ne? Mhm. Das kann man sagen, das möchte ich 100 Gramm haben und so. Ne? Genau, die haben das quasi wie so ein Säcke drin und dann packen die dir das ein. Die machen das hier alles frisch, auch für wenig Geld. Na, das finde ich auch ganz interessant. Werden wir auch noch hingehen, aber jetzt im Moment regnet es. Bloß im Winter haben die es jetzt nicht so, Freunde, mehr zum Frühling, aber die Innenstadt werden wir euch auf jeden Fall noch. Also ich habe sie auch noch nicht gesehen, ja, aber wir werden da auf jeden Fall hingehen. Also die, und muss man auch sagen, im Moment ist es auch hier sehr kalt. Mir war noch heute, war ich mal ganz kurz einkaufen, es war ziemlich schön am Regnen gewesen. Ja. Wir haben Gradzahl hatten wir 3 Grad, aber die 3 Grad ist hier nicht so wie jetzt in Deutschland, sondern ist hier wirklich durch diesen, weil wir näher vom See sind, also vom Meer sind, kannst du sagen, schon gefühlt wie minus 3 bis 4 Grad. Also merkst du richtig wie, der Wind hier im Gesicht peitscht. Ne? Also, also hier brauchst du wirklich Mütze, Schal und dicke Sachen schon. Ja. Ne? Also die musst du schon haben. Ne? Ja, ihr Lieben. Ja, wir sind ja 20 Minuten vom Meer, Freunde. Aber das zeigen wir euch auch noch, das Meer. Aber erst wenn es im Frühjahr, nämlich jetzt am Meer, das sagen alles ist tödlich. Also da sind wir noch gar nicht so hart abgesoffen. Nee, ne? Vielleicht im nächsten Jahr, aber wir sind noch nicht so hart abgesoffen. Aber spät zum Frühling seht ihr auch das Meer. Weil wir müssen uns hier wirklich an diese ganz scharfe Luft, weil die ist dann richtig schön windig, wie am Meer, richtig so. Ja, und dann kriegst du die eisige Luft im Gesicht. Dann nee, also wow. Da mal gesagt, das machen wir schön Frühling. Ja. Ich denke mal. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt es auch gerne löchern. Genau. Löchern uns einfach. Ihr habt bestimmt ganz viele Fragen. Ja. Ne? Also, wenn wir irgendwelche Produkte vorstellen können, die es in Deutschland nicht gibt, schreibt es einfach in die Kommentare. Machen wir auch sehr gerne. Ja, machen wir auch sehr gerne. Ne? Könnt ihr auch. Oder wenn ihr mal was sehen wollt oder ihr seid neu und sagt, ihr zeigt uns das mal oder erklärt uns das mal oder was gibt das, was hier in Deutschland gibt. Die Klischees, immer sagt, wir können auch gerne mal die Klischees so, ne? aufstellen. Genau. Also wir sind für vieles offen, also sagt einfach, was ihr wissen wollt. Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir genug für heute. Ich sage mal, ciao, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, tschüss. Tschüss.